Hey Kinder, was geht bei euch? Ich habe schon so lange Wochenends kein Video mehr gebracht, beziehungsweise sonntags. Also sonntags ist immer voll schwierig für mich, zeitlich. Und jetzt dachte ich mir, warte mal, du hast doch früher immer so Rumlaufvideos gemacht und sowas. Einfach mal wieder ein Stück laufen, mal wieder was erleben. Gleich die fette Katze, oh Alter, krass. Schon haben wir wieder was erlebt, ne? Guck mal, das ist ein geiles Bild. Wir menschen jetzt gerade mal damit, hä? Bin auf der Cam drauf, Alter, was soll denn das? Ich wollte mich einfach nochmal so persönlich bei euch bedanken. Vielen Dank für eure krasse Unterstützung. Überall. Nicht nur speziell beim Stream, einfach überall. Der Stream wird stark hervorgehoben, weil es einfach live ist, die Unterstützung, die ihr da mir gebt. Wisst ihr, ihr seid dabei, ihr macht bei den Fio Games mit, ihr nehmt diese Währung super gut an, diese Bubble Dollars, ihr seid richtig dahinter, das Zeug zu sammeln. Also ich find's echt edel, dann die ganzen Spenden, die ich von euch bekomme, das ist abnormal. Ich konnte mir jetzt schon so viel Zeug holen, einfach nur aufgrund dessen, weil ihr so spendabel seid und meint, dass ich es verdient habe. Echt schick von euch, sehr schick. Dafür schieße ich euch jetzt ab. Leute, was macht denn ihr schon wieder für Schätze da, hä? Man schießt doch auf keine Leute. Ich habe oder werde jetzt demnächst einige Requisiten noch nachkaufen. Ich werde mein Lager auffüllen. Und da gibt es für euch dann noch bessere, noch coolere, noch tollere, lustigere Videos. Ja, ich kann vielleicht endlich mal die Sachen machen, die ich vor Jahrtausenden schon machen wollte. Für die ich mir schon Skripte geschrieben habe und alles Mögliche. Mir fehlen oft einfach so elementare Sachen wie, keine Ahnung, eine Perücke oder so oder falsche Zähne. Wenn ich mir Charaktere ausdenke, dann müssen die wirklich, also von innen heraus funktioniert es. Aber das muss ja auch nach außen getragen werden, der Charakter. Und das geht natürlich ausschließlich mit dem Äußeren, wie man sich eben die Haare macht. Vielleicht hat man irgendwas auf dem Kopf. Ihr wisst, wie ich das meine. Alle, die mal im Theater waren oder sowas, die wissen Bescheid. Ich werde auch immer wieder gefragt, wo die Lieder bleiben. Leute, das braucht seine Zeit. Die Lieder zu machen, also einzusingen und sowas, einzurappen, einzuscreamen, was weiß ich, einzuwursten. Das ist gar nicht so extrem viel Arbeit. Also alles in allem ist es sehr kurz, sehr wenig, weil ich da auch ein Profi bin. Aber bis ich mich da mal dran setze, vergehen mitunter wirklich Wochen, Monate manchmal, bis ich da wieder sage, ah komm, jetzt nehme ich es auf und dann nehme ich es innerhalb von einer Stunde auf und dann ist es fertig. Monsieur Freaky Eeky, mein Music Producer, er macht ja wirklich ständig neue Instrumentalversionen von diversen Liedern und ich könnte eigentlich voll reinhauen und mach's halt aufgrund auch wirklich von fehlender Zeit noch nicht so richtig. Ein Musikstück ist jetzt schon seit, lass mich nicht lügen, mindestens 2 oder 3 Monaten komplett fertig. Vor den Semesterferien war es schon fertig. Und ich habe gesagt, Alter, ich mache das Video dazu, dann klopp ich's raus. Ich komme einfach nicht zu dem Scheiß, Mann. Ich muss mal raus in die verfickten Weinberge gehen und was aufnehmen. Heidelner Kartoffelbrei. Ah! Es ist halt auch immer ein bisschen schwierig alleine. Aber das habe ich mir ja selbst ausgesucht. Das ist ja gerade das, was mir so gut gefällt. Beziehungsweise maximal mit einem Kameramann, vielleicht auch 2. Aber sonst einfach so auf mich gestellt. Es macht halt Spaß. Es ist interessant, wie man auch diverse Dinge dann umsetzt. Da oben stehen ganz viele Sachen. Was machen wir? Oh, wow, 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 oder? Da hat der Onkel aber ganz schön viel Zeug gesammelt. Naja. Moment kann ich gerade nicht mehr sagen, als auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, sonst kommt die Hasi zu euch. Und dann bringt sie euch brutal um, Alter. Brutal springt die euch um. Die ist richtig grob drauf. Hasi, krass. Alter, guck mal, wie sie in die Kamera beißt. Hat er es nicht richtig gesehen, aber der hat voll reingebissen. Quasi ein Mensch hilft mal damit. Und wenn ihr denkt, so ein Haas, was soll er mir schon antun? Passt auf, gebt einen Daumen nach oben. Sonst kommt die Schildkröte und fickt euch kaputt, Alter. Abnormal, wie die euch kaputt fickt, oh. Die ist richtig grob drauf. Guck mal, die Augen. Oh, krass, die Augen. Wow, die Augen. Wo sind die Augen hin? Ah, Alter, die ist so grob, die Schildkröte. Die bringt euch einfach um. Ganz närrig macht sie das. Ganz neckig. Wie sie guckt, what's up, Alter? Fick dich oder was? Hey? Mach Daumen nach oben oder ich mach Daumen in dein Popo rein, ey.